wirklich aus. Braunkohle, sicherer und flexibler Partner der Energiewende. RWE Zukunft sicher machen, aber nicht für Lützerath und das Klima und so und die anderen Dörfer, die zerstört worden sind. Aber wir werden es tun müssen. Ja, wir werden schon sehen, wie es passiert. Ne? Wunderbar. So, 30er, dann wir. Ansonsten werden wir das Ganze mit Zwang durchführen. Möchte irgendjemand hier freiwillig aufstehen? Möchte ich freiwillig aufstehen? Schön da vorstellen. Sehr gut. Mit der Hand ins Gesicht. Gibt nicht die Option, dass wir sie tragen. Nie wieder Kohle! Nie wieder Kohle! Nie wieder Kohle!
Decke noch mitnehmen. Ja, danke. Klar, dass die Leute freiwillig ausstehen, nachdem die davor weggetragenen Polizeigewalt erlebt haben. Volles Verständnis. Also wir werden sie nicht tragen, wir werden Zwang anwenden, nur nochmal zur Info. Dann werden sie das hier freiwillig auf oder werden Zwang an. Genau. Entweder der Mensch steht auf oder es wird Zwang angewendet. Also Schmerzgriffe, vielleicht Hände umgedreht oder... Ja. Aber die Polizei sagt, die werden nicht getragen, die werden dann Schmerzgriffe und so angewendet. So läuft das hier mit der deutschen Polizei. Das ist die Bundespolizei. Sprechen Sie Deutsch? Wenn Sie nicht aufstehen, müssen wir Zwang anwenden. Okay. So ist das in Deutschland. Haben die noch Spaß daran? Wie schwer ist die 50 Kilo? Schön die Hände umgedreht. So.
Das war's denn das nicht vom Feld. Wieso, ist doch lustig und so. Finde ich auch lustig.